So, weil die sind miteinander auf Live. Wir sind auf Versagen Live. Es läuft aktuell, ich glaube, kein XP-Event, oder? Doch, es läuft keins. Das hier, Erfahrungsbonus, genau. Also gut, ich meine, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen umgewöhnen. Ich habe es letztens auf CW gelevelt und da ist irgendwie einiges anders gewesen. Also, XP-technisch, sagen wir mal so. Wobei ich merke gerade, ich bin auf CW gerade auf dem exakt gleichen Veteran-Level, beziehungsweise Angels-Level. Und XP-technisch kann man es gerade ganz gut vergleichen. 0,6 kriege ich momentan hier. Mit Waggelied. Warum brauche ich hier 2 Hits dafür? The fuck? Habe mir gerade mal Speed Scrolls gekauft, weil ich mir dachte, das sind ganz nützlich. Upcut läuft. F ist an. Springt das eigentlich? Ah, okay, alle Statuswerte. Okay, das ist schon mal super. Und okay, 10% Angriffskraft. Das war es wahrscheinlich. Genau. Okay, jetzt passt es wieder. Also, ich glaube, XP-technisch ist es sehr ähnlich momentan. Ich glaube, es ist sogar exakt gleich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es schaut fast so aus, als wäre es wirklich exakt gleich. Dafür, dass die XP auf CW bei 100-fach liegen und hier bei 10.000-fach, also ja, um ein Vielfaches höher eigentlich, sind die XP eigentlich doch relativ, naja, ähnlich, muss man sagen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, was letztens alles an war, da war irgendwie, also einen Angels-Buff hatten wir keinen. Ach, ich bin mir gerade aktuell nicht mehr ganz sicher, was wir da alles hatten. Also 5 Amplis auf alle Fälle. Ähnlich wie hier jetzt, also 250% XP hatten wir Bonus, im aktuell 300% Bonus. Allerdings hatte ich damals, also da drüben, keinen Waggy Leecher. Deswegen, ja, sind 30 der 50% XP Bonus wieder. Naja, egal. Also an sich, wie gesagt, ich bin mit den XP eigentlich aktuell ziemlich zufrieden. Da kann man sich jetzt momentan eigentlich echt nicht so wirklich beschweren. Aber gut, wir reden die ganze Zeit nur über XP. Reden wir mal über was anderes. Ich überlege momentan, wann es wirklich am besten ist zu streamen. Und deswegen frage ich euch jetzt einfach, wann ist es euch am liebsten, wenn ich stream? Sagen wir mal Flive. Für Flive, aber auch für andere Games. Das ist der Hackster, okay. Also ganz egal, also fangen wir erstmal Flive auf jeden Fall an. Jo. Hi. Wo levelt man mit 175 mittlerweile? Schau mal auf die Map. Da stehen die AR dabei. Ach nee, VR. Eigentlich auch bei den Monster steht es oben drauf. Oder wir können mal schnell schauen, wo die sind. Die sind wahrscheinlich da oben irgendwo, oder? Ich check hier nichts mehr. Ach so. Der kennt das ganze System noch gar nicht. Deswegen, okay. Warte mal, wo ist denn der hier? 41. Gibt's nicht. Tja, sorry, du kannst nicht mehr leveln. Ach, da sind welche. Muss zu den Poppern. Genau. Kannst aber auch in, wie heißt dieses, Forsaken Forest bleiben. Gibt aber ein bisschen weniger. Jupp, genau. So. Ich habe am Anfang auch erstmal geschaut. Da bekomme ich 0,0. Ja. Brauchteil, Plus Amplis. Sollte ja. Gut. Ja, wann ist es euch am liebsten, wenn ich streame? Generell jetzt erstmal für Flive, beziehungsweise für andere Games. Also ich weiß nicht, ob jetzt hier gerade auch der zweite Teil meiner Community am Start ist, die jetzt hier gerade irgendwie schauen. Wahrscheinlich eher weniger, das sind schon eher Flive-Videos. deswegen Streams wie vielleicht Overwatch, vielleicht mal 7 Days. Eventuell sogar mal GTA, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ja, sowas in der Art. Ich weiß es nicht, wie es bei euch ausschaut, wann es euch am liebsten ist. Und ja, wie es euch am liebsten ist. Deswegen könnt ihr einfach mal schreiben, wann ihr Zeit habt, beziehungsweise ob ihr halt irgendwie generell irgendwie arbeitet oder keine Ahnung. Oder ich blende am besten oben mal eine kleine Umfrage ein. Da könnt ihr abstimmen. Dann ist es auch für mich ein bisschen einfacher und für euch ist es noch komfortabler. Ihr müsst einfach nur zwei Dinge klicken. Und Segen des Glücks. 25% Metropolrate. Ist halt schon broken. Ist halt wirklich broken. Genau, weil momentan überlege ich immer, wann streame ich am besten, wenn es kalt ist, wenn es warm ist, einfach irgendwann, wann ich gerade dran denke oder sind feste Streaming-Zeiten doch besser? Wie gesagt, ich bin momentan nicht sicher, deswegen frage ich euch einfach mal und ich bin übrigens gerade echt verwirrt, oder nicht verwirrt, aber gerade verwundert, dass der hier wirklich, wie viel hat er gesagt? 0,003%. Alter, das ist ja brutal. Das sind 30.000 Monster. 30.000 Monster für ein Level Up. Also, das ist Offi Feeling. Das ist krasses Offi Feeling. Wobei ich nicht weiß, ob das auf einem Hybrid-Server so passend ist. Also ich meine, klar, als Ele hast du das ein bisschen einfacher, aber trotzdem, ich meine, das ist halt wirklich verdammt wenig. Also, ob man halt wirklich mit so wenig XP leveln will. Klar, ich meine, leveln ist Content und ja, auf PC muss man halt irgendwie monoton Content einbauen, weil, ich meine, ich sage es ja immer wieder, der Content darf nicht zum Entwickeln länger dauern oder brauchen, mehr Zeit verschlingen als zum Spielen. Ist es leider sehr oft so. Ich meine, wenn du einen neuen Dungeon machst, weiß nicht, hockst du wahrscheinlich 30 Stunden dran oder so. Plus Map oder so, ich weiß es nicht. Also vielleicht insgesamt 30 Stunden. Wenn man sich jetzt nicht viel Mühe gibt. 30, 50, ich weiß es nicht. Und das bedeutet im Prinzip, dass die Top-Rate im Prinzip eigentlich auch so sein muss, dass man halt mindestens auch 30 bis 50 Stunden farmt. Wenn es nicht ist, dann ist das Server nicht gut aufgebaut, dann ist nicht effizient aufgebaut. Und klar, ich meine, das Balance erstmal. Das ist natürlich schon schwierig auf alle Fälle, ja. Das ist nicht einfach. Aber im Prinzip rein technisch muss es eigentlich so laufen, weil ich meine, wie gesagt, anders macht es ja keinen Sinn. Ja, ich weiß es auch gerade nicht genau, was wir dann hier eigentlich noch generell weitermachen. Also ich denke mal halt generell ein bisschen, also Veteran Level 30 ist auf alle Fälle schon mal ziemlich praktisch. Dann können wir einiges anfangen und ansonsten. Was ist denn jetzt wieder mit dem Damage los? Ach, das war jetzt Link aus ist. Ja, super, Mann. Toll. Aha. Okay, es gibt genug Ersatz. I'm out. Dieser Name Pimmelpumpe. Läuft bei dir. Generell dieser Name immer. Echt witzig. Ja, und ich habe ja auch gedacht, ich meine, wisst ihr, momentan, ich hatte halt irgendwie echt Lust, ein bisschen Lust wieder auf Offi momentan. Ich weiß es nicht. So als Stream-Projekt. Irgendwie denke ich mir halt schon so, ja, wäre halt cool. Ist cool, wäre cool. Wisst ihr, die Nostalgie, die kommt gerade wieder. Immer alle paar Monate, wie es einer letztens geschrieben hat in den Kommentaren, die Nostalgie kommt auf einmal, packt dich und wirft dich zurück ins Offi. Irgendwas miaut vor meiner Tür, super. Warum immer nicht aufnehmen? Warum? Vielleicht höre ich es ansonsten auch nur nicht, keine Ahnung, kann auch sein, aber. Ja, ich hatte irgendwie mal Lust auf Office-Streams. Nicht jetzt direkt Dungeons farmen, aber halt zumindest hier Dings machen. Ein bisschen leveln und klar, wenn man dann später mal das Level hat und so, vielleicht mal Aminos, hätte ich halt schon mal Lust drauf. Und klar, ich meine, Ampli-technisch schaut das ziemlich schlecht aus, deswegen. Ja, wir müssten halt irgendwie generell Astri ganz normal leveln. Ohne Amplis. 72 Master.
semi-geil. Und ich glaube auch mein CS-Stat habe ich, glaube ich, nicht mehr. Entweder habe ich es verliehen an Posi, ich bin nicht mehr ganz sicher, muss ich den mal fragen. Irgendwie kann ich hier gerade die Monster nicht so schön attacken. Das kann man so ein bisschen eine Verzögerung drin. Entweder drücke ich meine Taste nicht hart genug oder ist es das Server? Ich bin nicht, wahrscheinlich meine Taste, ich weiß es nicht. Ja, und das Ding ist, ich habe aktuell nicht mehr meine. Ich finde gerade nicht mehr Daten von meinem Jester. Ist super nervig. Ich meine, es ist noch nicht so lange hier eigentlich. Vielleicht habe ich die irgendwann mal aus, was sie im Stream gezeigt hat. Ich muss echt mal schauen, ob ich die im Stream wieder finde. Also in den Streams irgendwo. Ich meine, allein die ID würde mir schon helfen. Ja, ich habe halt schon irgendwie so eine Vorahnung, aber das ist das halt irgendwie nie. Und irgendwie ist das halt echt ein bisschen frustrierend, weil ich meine, E-Mail-Adressen, für braucht man immer eine neue E-Mail-Adresse. Und ich habe einige IDs aufgeschrieben, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich die nicht von meinem Jester aufgeschrieben. Das ist mir schon ein paar Mal so gegangen. Ich schreibe die nie vom Jester irgendwie auf. Ich weiß nicht warum. Und gerade da müsste eigentlich der Schmuckse drauf liegen. Umhang und irgendwas anderes. Was war das noch? Ja, das Zerstat. Und ich meine, das ist natürlich schon ziemlich wertvoll und generell auch bringt unglaublich viel Schaden. Ja, da hapert es halt momentan gerade echt, weil ich brauche das Zeug wieder und ich muss irgendwie auf den Account kommen und ich try halt gerade irgendwie eh schon, aber ich komme gerade nicht mehr auf den Namen drauf. Das ist richtig bitter und das ist mega bitter, das ist wirklich brutalst bitter. Da war da, glaube ich, der eine Ring drauf und, oder zweimal der eine Ring oder einmal der andere Ring oder keine Ahnung. Tja, belastend. Naja, wie dem auch sei. Also wie gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare, beziehungsweise geht mal oben auf die Abstimmung und sagt mir mal, wann es euch am liebsten ist. Wann ich streamen soll. Also ich werde irgendwas reinhauen, irgendwie ab 19 Uhr, ab 20 Uhr, ab 17 Uhr, ab 21 Uhr, ab 22 Uhr vielleicht irgendwie so eine Art, irgendwie 5, 6, 7, naja, 5 oder 6 Varianten. Und oh, ich bin wieder ran, Level up, super. Kriege ich keine XP mehr. Bedeutet für uns, yay, endlich neue Mobs. Huhu. So, hier ist gerade Gig Response. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der irgendwas droppt oder ob der nur so Deko ist. Auf alle Fälle können wir hier mal zu den Mobs hier gehen. Die haben größere Hitboxen, was für uns schon mal super ist. Und X. Hä? 0, warte, was? Was? LOL? LOL, die XP. Hä? Ist das so gewollt? Hä, was? Meine XP haben sich. Wir waren jetzt gerade bei 0, wie viel war das? 0,06 oder so waren es jetzt gerade bei den letzten Monstern. Und auf einmal kriegen wir nur 0,02. Die XP haben sich gerade getrittelt mit einem Mob. Also auf einmal quasi. Wie beschissen ist denn das Ganze? Also sogar. LOL, ja, also wow, was macht denn mein anderer Charakter eigentlich? Läuft. Ja, super, das ist da hinten irgendwo. Ja, moin. Geil. Ne, wobei, das ist ganz nah da eigentlich. Hä? Nee, Sauge ist gar nicht meiner. Lol. Und ich wundere mich schon, was ist mit den XP los? Das kann gar nicht sein. Macht das so viel aus? Wir kriegen jetzt ungefähr, also ziemlich genau ein Drittel schon vor. Wir kriegen trotzdem einiges weniger, habe ich so das Gefühl. Jetzt kriegen wir 0,05 oder so wieder, oder? Ja, genau. Okay, das ist krass, wie viel das ausmacht. Wobei ich muss sagen, wir kriegen trotzdem um einiges weniger, glaube ich. Also, ich dachte mir, dass wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr kriegen am Anfang für ein Level. Und nächstes wieder weniger, aber. Jetzt AOE doch endlich mal, Mann. Oh, ist das nervig. Der greift einfach nicht an. Der macht einfach nichts. Steht da und macht nichts. Super nervig. Naja, ich würde sagen, ich beende meine Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.